Hallihallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Shoninjas Tube. Ja, ich bin Shoninja und ich habe ein Spiel zugeschickt bekommen von einem meiner Fans von Yu-Gi-Oh! Und der wollte, dass ich mir Slender Space doch mal angucke. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das Einzige, was ich weiß, das hat was mit Slender zu tun. Und ja, es gibt keine Möglichkeiten, irgendwas einzustellen. Steuerung war das Einzige bis auf die Auflösung noch. Und ich musste schon systemseitig den Mouse-Speed runter machen und den Ingame-Sound um 70% verringern, weil es so dermaßen laut. Na gut, ich gucke mir das Ganze mal an. Ich mache es auch als Facecam, einfach mal so aus Spaß und zum Testen für mich, weil es mein erstes Facecam ist. Und ja, ich gucke mir das Game nochmal an. Ich habe jetzt schon Schiss. Das ist immer noch so schnell, die Maus. Da hinten kollidieren gerade zwei Shuttles mit mir. Hallo! Ich habe kein Licht. So, und damit geht der Spaß los, glaube ich. Oben in der Mitte sehen wir 6 Power Nodes, muss ich finden. Oh ey, dass die Maus so scheiße schnell ist, das regt mich jetzt schon auf. Ich bin übrigens kein Fan von so einem Spielen. Also ich find's witzig, ja, aber ich hab jetzt schon Schiss. So, die Türen leuchten, der Rest ist dunkel. Gut zu wissen. Da ist einer tot. Scheiße, ich will hier raus. Ich kann nicht mal rennen. Ich hoffe, die Taschenlampe macht nicht schlapp. Von der Steuerung her ist es genauso wie der erste Teil von Slender, die Beta. Der Typ, der mir das geschickt hatte, war... Ich kann es nicht lesen. Hieß... Brown? Keine Ahnung. Ah, okay. Das war ein Power Node. Total versteckt. Klein. Nicht wirklich glänzend und lichtabstrahlend. Man hört auch schon wieder, dieser Adrenalinpegel geht los. Mal den langen Gang hier lang. Vorne am Eingang war ja auch noch rechte Seite noch was. Uah! Scheiße. Ich kann nicht mal wegrennen. Ich will hier raus. Knackt's auch noch in meiner Wohnung, ey. Ich geh krachen. So, auf den Toiletten ist es sauber. Steuern lässt es sich nicht gerade schön, es ist sehr blockiert und... Da passiert doch bestimmt gleich was. Ist das dunkel. Da ist wieder ein Power Node. Sehr verzögert nimmt das auf. 2 von 6. Ich habe noch keine Ahnung, was mich hier verfolgen wird. Irgendwas bestimmt. Einbilde, aber ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Ich höre schon was. Oh, und die Taschenlampe wird auch dunkler, habe ich das Gefühl. Wenn mich meine Orientierung nicht täuscht, müsste es da links wieder zu dem anderen Gang vom Eingang gehen. Was haben wir hier? Registration und Medica, also Krankenstation und zur Anmeldung. Ich gehe zur Anmeldung. Ich bin noch neu auf diesem Schiff. Bin gerade angedockt.
aus War in Minecraft. Hey, meine Taschenlampe sieht nichts. Ich höre mal was knacken. Wenn jetzt was angerannt kommt, sehe ich es nicht mal. Ich gehe hier mal rein, falls hier unter dem Tisch noch irgendwas liegt. Sieht nicht danach aus. Sind das Türen? Sieht auch nicht danach aus. Oh, die ist offen. War die eben auch schon auf? Ach ja, ich sollte ein fröhliches Lied zwitschern. Dann geht das ungute Gefühl im Magen doch gleich vorbei. Ich guck lieber nicht nach rechts, wo ich herkam. Da steht schon wieder irgendwas. Fahrräder? Nee. Operationstische mit Blut. Aber diese scheiß Türen, ey, warum müssen die so laut sein? Sind das Leichen? Leichenhalle? Hier springt doch bestimmt gleich wieder irgendwas raus und lebt noch. Oder Blut oder irgendwas. Blut liegt ja hier sowieso überall rum. Erinnert mich ein bisschen an den Dead Space Film. Und ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Da? Nee, ist nur eine Tür. Ach, schade. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Zu wissen, hier kommt noch irgendwas bestimmt oder... dass nichts kommt und ich hinter jeder Ecke erwarte, dass was kommt. Wenn wenigstens meine Taschenlampe besser leuchten würde. Die Power Notes geben mir auch keine Informationen, ob und was mein Gegner ist. Oh, da ist gerade irgendwo eine Dose umgefallen. Bei Slender war es ja wenigstens so, dass bei den Notizen wenigstens was drauf stand. Aber ich mag das Rauschen nicht. Nicht, dass das Krisseln von Splendor ist, wenn er in der Nähe ist. Ich dachte schon, da ist was, aber das war der Raum, wo ich herkam. Mit dem komischen Ritualleuchten. Vier Notes fehlen noch. Ich mir die andere Seite an. Wenn es vorne wirklich rechts wieder zum Eingang geht und ich wirklich nur noch hier die andere Seite habe, müssten ja hier jetzt euch die vier Nords kommen. Außer ich habe sie irgendwo übersehen. Eben hinter mir in den Waschbecken hätte ja auch gut und gern noch was sein können. Krankenstation gehe ich mal zum Schluss. Schon wieder eine Sackgasse. Weil die gehen ja nicht auf, die leuchten nicht. Ach ja, bin ich hier der Einzige? Es ist doch gerade nur ein Schiff kollidiert und die Stromversorgung ein bisschen unterbrochen worden. Das bringt doch keine Leute um. Da komme ich nicht durch. Sicherlich auch nicht wieder raus, also gehe ich da erst gar nicht in die Ecke. Es erinnert mich nur an eine Stelle von Slender, wo ich blöd langgelaufen bin und dann nicht mehr rauskam und dann tot war. Sag ich doch. Oh, jetzt springen können, das wäre geil. Hallo. PewDie, was? Pi? Bin ich Pi? Bleibt nur noch der Raum links. Ich will es nicht sagen, aber bisher haben wir ja noch nichts Böses gefunden. Aber das wird mir jetzt sicherlich zum Verhängnis.
Hier ist immer eine Seite, die versperrt ist. Ist nur die Frage, lohnt es sich dann hier bis hinten in die Ecke zu gehen oder nicht? Bisher sehe ich nichts. Die sind umgekippt. Scheiße, ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Dieser komische Fahrstuhl schon wieder. Nur von der anderen Seite. Da hinten hängt eine. Wow! Und ich habe mich schon gefragt, ob ich die überhaupt kriege. Aber reinkommen tue ich dann nicht. Jetzt kommt noch dieses komische Hintergrund-Vibrieren dazu. Bisher war es ja wirklich nur das Skelett eben im Fahrstuhl und diese Leiche, die vorhin aus diesem Lüftungsschacht geflogen ist. Vielleicht verfolgt mich auch gar nichts. Schnell weg hier. Ich vermute mal, ist es hinter mir? Scheiße, vor mir! Schon wieder! Boah, verdammt! Wird's besser? Was meinte ich mit schnellem Mausspeed? Ich bin dann immer wieder in seine Richtung gelaufen. Wenigstens war es sehr offensichtlich, dass er in meiner Nähe sein musste. Ich bin noch gemütlich auf ihn losgelaufen. Startraum. Nur noch den hier. Vor allem erst im Gegensatz zum Slender auch wirklich gelaufen. Ach, schon wieder diese Dose, die hier lang rollt. Freibier! Ich bin voll im Arsch, wenn der hier in so eine Ecke kommt. Schränke kann ich auch nicht aufmachen. Und hier ist auch nichts. Verdammt, wo soll das noch sein? Habe ich irgendwas übersehen? Los, komm und töt mich. Ich finde das sehr unüberschaubar auch. Gewesen. Das war das Ding, was mich vorhin erschrocken hatte. Auf den Toiletten war definitiv nichts. Und damit bin ich wieder hier. Scheiße. Hier hatte ich eine gefunden. Ich bezweifle, dass ich hier eine übersehen haben könnte. Er hatte Krallenhände. Wie Edward mit den Scherenhänden. Möchte ich nicht guten Tag sagen. Ach, ich habe keinen Bock mehr. Ich will ja raus. Vor allem bin ich hier ja schon lang gelaufen.
mal in den Tod springen. Scheiße. Ich will es doch nur beenden. Was ist das denn? Hat's genommen? Oder ist es nur komisch in der Wand verschwunden? Da steht es, da steht es. Hallo! Verdammt. Wie es mit seinen Armen geschlendert hat. Ob er noch da ist? Er kommt näher. Wo sollen denn die letzten drei Dinger sein? Habe ich irgendwie einen Raum übersehen bei den tollen Lichtverhältnissen hier? Hier ist auch noch eine Toilette auf der Seite. Hier war ich vorhin nicht. Ein bisschen Musik. Sein Handy auf Toilette liegen lassen. So, mal aufs Damenklo. Schon wieder. Trotzdem, 4 von 6, es fehlen noch. Boah, scheiße. Besetzt! Verdammt, ey. Bestimmt hier oben in den Rohren zum Teil, die offen sind. Mist, darf ich nochmal in den einen Gang vorne? Schade, ich habe gedacht, dass ich hier in den Leitungen oben noch was finden könnte. So, ob ich jetzt nochmal nach hinten komme? Ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen. Ich vermute nämlich in dem Raum mit diesen komischen Kanistern in der Mitte, dass da noch was liegen könnte. Morg? Es ist so dunkel. Scheiße, ey. Aber ist hier doch bestimmt irgendwo. Wie ich gehofft habe. Und in den Tüchern sehe ich auch nichts. Es ist so laut. Das zermürbt einen. Oh, ein Bleistift runtergefallen. Ich habe zwar noch nicht mal die zwei Dosen gefunden. Wow! Alter. Ich habe gesehen, dass da was geleuchtet hatte. Nun nimm es auch. Verdammt, ey. Jetzt. 5 von 6. Wo ist die letzte? Da hinten war eine Sackgasse, wenn ich mich nicht irre. Ja, verdammt. Wo könnte die letzte sein? Steht da nicht da hinten? Ach nee, das ist nur der Schatten von dem Loch, das da ist, oder? Puh.
auch wieder eine Sackgasse. Ein Fahrstuhlende aber, glaube ich, auch. Ach nee, das Fahrstuhlende war in diesem komischen Raum, der zugelaufen war. Stimmt, die waren beide zu. Verdammt. Oh, es war gerade so schön hell, als ich direkt an der Tür stand. Was waren das für ein Leuchten? Da leuchtet irgendwas weiß. Ich gehe mal lieber hier rein. Scheiße. Komm, ich gehe aufs Klo mit der coolen Musik und dann dance ich noch eine Runde, bis er kommt. Okay, wo könnte die sein? In dem rechten Raum noch, wo die Dinger waren? Hier habe ich gar keins gefunden, ist auch sehr auffällig. Obwohl, nee, bei dem Fahrstuhl, der aufgeklappt ist, war doch eins. Kurz vorne zu dem Raum mit den leuchtenden Dingern gehen, mit den Schränken. Uah! Alter Falter, Scheiße. Oh, verdammt. Ich kann nicht mehr auf Exit drücken.